Liebe Zuschauer von unserem Sofa-Talk, wir sind heute hier im Sommerinterview mit Janine Katharina Pötsch. Hallo Janine. Hallo David, grüß dich. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die Sommerzeit als Vorbereitungszeit nutzen, und zwar für eine spezielle, für ein spezielles Publikum von uns, und zwar Auszubildende. Ja? Das heißt, junge Menschen gehen den nächsten Schritt in ihre Karriere, die Schulzeit ist vorbei, die Ausbildung startet, und du hast dir Gedanken gemacht, im Sommer wichtige Informationen an diese Zielgruppe weiterzugeben. Genau, ich habe da ja gestern auch schon den ersten Teil meiner neuen Kolumne halt, Azubi-Knicke, so punkte ich aus Sicht des Azubis. Und ich war ja selber auch mal, wie lange ist das schon her, 20 Jahre, ja, wo ich Kauffrau als großen Außenhandel gelernt habe. Ich hatte damals leider keinen Mentor an meiner Seite, und heute ist das ja doch ein bisschen schwierig, wenn man gerade so jetzt ins Berufsleben geht, frisch von der Schule, die Noten waren vielleicht okay, man hat schon seinen Lehrlingsvertrag und jetzt hat man noch 4 Wochen Ferien, macht Halligalli, und dann geht man von der Halligalli-Zeit, muss man auf einmal in das Berufsleben gehen. Es ist ja dieser Übergang gar nicht so leicht. Man hat ja auch niemanden darauf vorbereitet. Die Eltern müssen meistens auch arbeiten, Freunde, vielleicht gehen die studieren, fangen auch erst im September an. Und ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich diesen jungen Menschen, die jetzt die neuen Mitarbeiter von morgen, vielleicht auch für euch halt dann irgendwann mal sind, halt, wie kann man sie wirklich ins Berufsleben begleiten? Und da habe ich die Kolumne halt aufgestellt mit den 5 wichtigsten Tipps, wie sich die jungen Menschen, die neuen Azubis halt in Sachsen speziell halt auch vorbereiten können, damit sie von Anfang an halt auch im Berufsleben punkten, ins Team sich integrieren und als wertvoller Mitarbeiter angesehen werden. Also Stil ist ja nicht nur das Ende vom Besen, sondern Stil ist eine Komposition aus Verhaltensregeln, aus Erscheinungsbild. Es ist eine Klaviatur verschiedener Elemente, die zusammengefügt werden müssen, um ein Gesamtbild zu ergeben. Genau, und genau. Diese 5 Tipps, die du aufstellst, sind eine Mischung aus beidem. Genau, das heißt, weil Stil ist ja nicht nur einmal, klar, der eine Tipp ist auch, kann ich ein bisschen anschneiden, ist sich auch Gedanken darüber zu machen, was ziehe ich überhaupt an. Genau. Das kann auch sein, dass es im August so heiß ist wie heute hier bei unserem Sofa-Talk. Und ich habe mich trotzdem, auch trotz der Hitze, weil ich halt Knicketrainer bin, für ein Sakko oder für einen Blazer entschieden. Und da sollte man wirklich darauf achten, wo gehe ich halt arbeiten, und der erste Eindruck zählt. Und da kann ich halt, so schön und sexy das vielleicht auch aussehen mag, nicht in einer kurzen Hose dort erscheinen oder auch nicht mit den Flipflops. Hängt sicherlich auch ein Stück weit mit dem Berufsbild ab, was mich später mal begleiten wird. Aber ich denke, man verkauft sich immer mit der Wertigkeit, wie man selber auch auftritt. Und es ist natürlich den ersten Eindruck, den ich hinterlasse, wenn ich mit den neuen Kollegen in Kontakt trete, mit meinen zukünftigen Mitarbeitern oder aber auch vielleicht weitergehenden auch Vorgesetzten. Also das heißt, wenn ich mir den Startschuss perfekt setze, kann das mich auch mein Leben lang weiter verfolgen, weil der Start, das wird immer in Erinnerung bleiben. Genau. Es ist ja so, man sagt ja so, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Und wenn man den ersten Eindruck vermasselt hat, braucht man 7 neue Eindrücke, um diesen einen schlechten ersten Eindruck wieder zu revidieren. Und das ist eigentlich fast unmöglich. Wobei die Gesetzesregeln für Erfolg, die gelten schon seit einer Ewigkeit, und die kann man nicht außer Kraft treten lassen. Also ich habe mich so weit zurückerinnert gefühlt in meine Zeit, die Regeln damals waren nicht anders als die Regeln heute. Genau. Das heißt, die Erfolgsregeln bilden die Basis. Du sagst als Regel Nummer 1, Pünktlichkeit ist das A und O, und meldet euch am ersten Tag 10 bis 15 Minuten vorher bei eurem Vorgesetzten, weil ihr dann den perfekten Einstieg schafft in diesen Tag. Wir sagten früher immer die akademische Viertelstunde, aber die zieht man beim ersten Treffen natürlich also nach vorne und nicht nach hinten. Also man darf nicht bis 10 Minuten zu spät kommen. Also Pünktlichkeit ist ja auch die Tugend der Könige. Ja. Und ich erlebe das auch ganz oft, wenn ich so auf der anderen Seite Mitarbeiter schule, wie gehe ich mit Auszubildenden um? Da passiert das auch ganz oft. Da kommt die Frage, Frau Pötsch, was mache ich denn, wenn der Azubi 30 Minuten früher da ist und ich habe eigentlich noch gar keine Zeit? Das ist auch peinlich. Also 15 Minuten vorher ist völlig in Ordnung. Das reicht, dass sie sich auch noch mal kurz vorbereiten, dass sie auch genau wissen, wo ist das Sekretariat, dass sie sich auch noch mal informieren, wie heißt die Dame oder der Herr, der sie empfangen wird. Aber seien sie niemals 30 Minuten vorher da. Das heißt, 30 Minuten sind zu lang. 15 Minuten werden perfekt, 10 bis 15 Minuten vorher. Was ich auch interessant finde, ist, ich brauche jetzt nicht studiert haben oder mich irgendwie noch mal tiefst irgendwie mit der Materie beschäftigen, sondern diese kleinen 5 Regeln
gelten als Faustregeln und unterscheiden mich schon mal von den ganzen anderen, die genau. sich nicht dran halten. Es gibt natürlich noch wahrscheinlich hunderttausende andere Regeln, aber ich habe es halt kurz und knackig zusammengefasst, ja. weil das sind einfach die wichtigsten Regeln. Pünktlichkeit ist die Tugend der Könige, das richtige Begrüßen und Grüßen und Vorstellen, dann das ganze Thema Smalltalk, Interesse für jemand anderen zu haben, dann das ganze äußere Erscheinungsbild und auch sich einfach in das Team integrieren. Die perfekte Begrüßung, der Start der Ansprache an meine Kollegen oder auch an meine Vorgesetzten. Wir sprechen im Alltag eine andere Sprache. Und die Generation Y, von der wir jetzt sprechen, die jetzt in die Ausbildungszeit geht, hat sicherlich andere Rituale. Was ist denn die perfekte Ansprache, wenn ich heute den Tag starte oder das erste Mal auf meine Kollegen und Mitarbeiter und Vorgesetzte treffe? Ja, normalerweise im Alltagssprache sagt man ja gut, grüßi, servus, hi, wie geht's dir? Aber das kommt im Berufsleben halt überhaupt nicht gut an. Das ist wirklich besser, diese formelle Ansprache, guten Tag oder guten Morgen, und dann mal hinzuhören, wie unterhalten sich die Kollegen. Und wenn nachher okay. hinterher die gängige Sprache im Unternehmen vielleicht dann auch ein bisschen salopper, ein bisschen forscher ist, dann passt man sich an. Aber es ist immer ein bisschen besser, gerade beim ersten Eindruck, dass man dann lieber das Förmliche sagt, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen komisch vorkommt oder man das vielleicht noch nie gemacht hat. Das heißt, also es ist erlaubt, später auch mal hip zu wirken, indem ich sage, meine Kollegen auf meiner Station oder in meinem Büro, Gemeinschaftsbüro vielleicht, die duzen sich alle und bieten mir das Du an. Ist es schöner, ich kriege es erstmal angeboten, als wenn ich es schon vorgebe oder vorschlage? Genau, das ist nämlich immer so, gerade als junger Mensch wird man halt geduzt, also von oben herab meistens. Ja. Bei mir war das damals auch so, da haben die Kollegen gesagt, ja Janine, mach das mal. Und ich habe dann auch nicht zurückgesagt, Ursula, klar mache ich das. Ich habe dann gesagt, Frau Meier, ja, ich mache das. Weil die meisten Erwachsenen können das nämlich leider auch nicht, das richtige Du anbieten. Das heißt, das unterschiedliche Du kann bedeuten, ich bin noch jung, ich werde geduzt aufgrund meines Alters, aber nicht aufgrund meiner Wertigkeit. Mhm. Und ich sollte es mit diesem Respekt erwidern, indem ich erst sieze und warte darauf, welche Form des Umgangs ist hier erwünscht, welche passt zum Beruf. Weil wenn die Du-Form erstmal ist, ist natürlich auch eine gewisse Barriere gebrochen. Das heißt, es wird natürlich dann auch später eine andere Art von Ton gesprochen. Genau. Es ist immer leichter zu sagen, sozusagen, das Du ist ja immer ein bisschen näher dran als das Sie. Und es ist wichtig, dass man dann darauf wartet, bis das Gegenüber, also der Vorgesetzte oder der Mitarbeiter, dann wirklich sagt, ja hallo, übrigens, ich bin die Ursula, ich nehme jetzt das mal als Beispiel. Gibt es so eine Faustregel, wo man sagt, jetzt unterscheiden sich die Geschlechter nochmal zwischen Mädchen und Jungs, wo ich sage, gerade beim Erscheinungsbild, beim ersten Auftreten, spielen Farben eine Rolle? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo ich sage, ein weißes Hemd, da kann ich erstmal nichts verkehrt machen? Oder, also wir hatten früher immer so diese Schwarz-Reiß-Regel gesagt, schwarze Hose, schwarze Schuhe, weißes Hemd, da bist du als Mann erstmal immer attraktiv und oder wie bereite ich mich auf sowas vor? Das ist heute nicht mehr so üblich, weil heutzutage ist eigentlich das Schwarz sozusagen die Kompetenzfarbe für den Chef. Aber wenn man dann selber okay. so in diesen ja. Pinguin-Look, wie ich das immer so schön bezeichne, halt kommt, dann kann man, vielleicht ist der Chef gerade an dem Tag ein bisschen im Casual-Look und der Azubi ist besser gekleidet wie der Chef, das ist auch ein bisschen peinlich. Also ich würde, wenn man in die Bank geht, klar, dann gehört sich natürlich ein Anzug oder alles, was halt mit Financial halt zu tun hat. Besser auszusehen als der Chef sollte ich nicht machen, das könnte passieren, schwarz-weiß muss nicht die Faustregel sein, wäre also... Ich wäre overdressed. Ich kann ruhig auch eine blaue Jeans anziehen, die, sage ich mal, jetzt keine Löcher hat oder irgendwas. Ja, genau. Also das sollte so wie deine Hose halt eine schlichte halt sein, eine ganz normale, einfache, dunkelblaue Hose. Hellblau sieht auch immer so ein bisschen komisch aus. Also zumindest sollten da keine Löcher drin sein, keine so eine Fetzen-Jeans. Dann bei den Jungs muss man auch aufpassen, dass die nicht so auf so 180 da hängt, dass die Unterhose rausguckt. Okay. Die Mädels auch nicht schick, frage ich immer meinen Mädelsknickekosen, ob die das schick finden, finde ich nicht schick. Und dann natürlich darauf achten, dass die Schuhe halt sauber und gepflegt sind, dass das Hemd auch gebügelt ist. Oder vielleicht in bestimmten Berufen kann man ja auch einfach nur ein schickes Poloshirt anziehen. Ja. Was aber nicht gut ankommt, ist, glaube ich, wenn man am ersten Tag in bestimmten Berufen halt mit einer kurzen Hose kommt. Das geht vielleicht im gewerblichen Bereich, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung mache als Lagerist oder als Berufskraftfahrer. Da ist es vielleicht angemessen, wenn man dann mit einer kurzen Hose kommt, aber zumindest auch bis zum Knie und ein flottes Hemd dazu oder ein Poloshirt. Also ich empfehle deswegen immer, schaut euch mal vorher nochmal die Bilder an.
in welchem Unternehmen ihr euch auch dann, wo ihr arbeiten geht, wie laufen die Menschen dort rum, vielleicht auch nochmal die Zeit sich nehmen, dort nochmal hinzufahren, auch nochmal den Weg halt, gerade beim Thema Pünktlichkeit, dass man nochmal genau weiß, wie lange brauche ich dahin, wie sind die Menschen auch gekleidet und wie kann ich mich da auch von Anfang an halt anpassen und einbringen, dass ich da gleich als normaler Mitarbeiter angesehen werde. Da es ja nicht nur einen Beruf gibt, sondern ganz, ganz verschiedene, glaube ich, ist es, diese fünf Regeln sind eine Faustformregel des Erfolgs. Die finde ich auch sehr, sehr gut, weil sie sind leicht zu transportieren und zu übertragen auf die verschiedensten Berufsgruppen. Dennoch kann man auch ein Stück weit mit der perfekten Vorbereitung in die Tiefe gehen und dazu bietest du spezielle Kurse an. Das heißt also, du bist auch nicht nur Mentorin als Kolumnistin, sondern du bietest Workshops an. Mhm. Und da kann ich mit anderen Gleichgesinnten, auch mit anderen Jugendlichen oder jungen Menschen, die in die Ausbildung gehen oder überhaupt, wenn ich auch vielleicht einen neuen Job oder meinen Beruf wechsle. Ich glaube, es ist nicht nur ausbildungsspezifisch. Es kann ja auch durchaus sein, ich gehe einfach mal einen ganz anderen beruflichen Weg. Aber es ist das erste Mal, ich stelle mich neu vor, mit dir diese Aufgaben trainieren. Genau. Also ich biete sowohl von Unternehmerseite aus auch Azubi-Knicke-Workshops an, wo die Azubis von Anfang an halt mit meiner professionellen Hilfe halt in das Unternehmen eingeführt werden, in das Thema, ich bin jetzt im Berufsleben. Und auf der anderen Seite biete ich natürlich auch Workshops für Jugendliche an, mit Feinschliff ins Berufsleben, also wo man lernt, wie man zum Beispiel in der Bewerbung auftritt, wie man im Vorstellungsgespräch auftritt und wie man halt passend zu seinem Job halt auch dann die Kleidung auswählt. Die Zeitbrücke haben wir jetzt überschritten. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir nutzen die Sommerpause. Die meisten werden jetzt einen Ausbildungsvertrag haben. Deswegen sind diese fünf Regeln eigentlich schon für den Termin mein erster Tag im Unternehmen. Aber du sagst, die perfekte Vorbereitung beginnt schon wesentlich früher und ich begleite denjenigen schon auf dem Werdegang von der Schule bis zum Betrieb. Das kann mit den ersten Vorstellungsgesprächen angefangen sein. Da sammle ich ja auch schon Informationen über mein zukünftiges Arbeitsleben. Es muss auch nicht die Endstation sein, aber dieser Eindruck bleibt erstmal, wie habe ich mich dort präsentiert, weil es wird mich auch später in meines Lebens noch ein Stück weit verfolgen. Ja. Und gerade mit dem Thema Grüßen und Begrüßen könnt ihr jetzt auch noch zum Beispiel die Sommerferien nutzen, wenn ihr jetzt mal zum Bäcker geht oder einkaufen geht und da das auch mal üben, guten Tag oder auf Wiedersehen auch zu sagen, statt dem förmlichen Hallo. Das heißt aber auch, dein Expertenrat ist nicht nur gefragt beim Jugendlichen selbst, sondern du bietest deine Leistung auch Unternehmen an, die es sich als Aufgabe gemacht haben, Jugendliche zu begleiten in Unternehmen. Das heißt, in erster Linie Weiterbildungseinrichtungen. Gehst du auch an Schulen, wenn jetzt Berufsschulen sagen, wir haben Schüler jetzt da, wir wollen die selber vorbereiten? Genau. Genau, das mache ich auch. Da biete ich auch halt speziell so pro Klasse halt, das muss man immer pro Klasse machen, dann auch 3 Stunden, weil unter 3 Stunden meistens noch eher 4 Stunden, das lohnt sich sonst halt nicht, gerade in diesem größeren Klassenverband, dass man das wirklich so ein bisschen einschleift. Und dann gehen wir auch die Themen wirklich durch, das Grüßen, Begrüßen, Okay. Das Vorstellen, das Thema Smalltalk, erster Eindruck, ein bisschen Stilgrundlagen auf die verschiedenen Berufe und einfach auch so ein bisschen Stärken-Schwäche-Profil, dass der Jugendliche sich einfach von Anfang an sicher fühlt, wie geht er in diesen Bewerbungs- oder Ausbildungsprozess halt auch rein. Janine, Stilberatung ist so umfangreich. Die wird doch nicht wirklich langweilig in deinem Arbeitsfeld. Das heißt, du gliederst, du hast Themen ohne Ende. Wie gestaltet sich das bei dir? Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben. Also bei mir so diese ganz klassische Farb- und Stilberatung, das finde ich langweilig. Weil okay. das ist so ein bisschen nichts Ganzes und nichts Festes, sage ich immer mal. Also bei mir fehlt immer das ganze Thema, es fängt ja damit an, da habe ich ja mein eigenes Konzept entwickelt, die Persönlichkeit. Das ist ja erstmal das Wichtigste, die Identität und die Persönlichkeit zu wissen, wer bin ich überhaupt in meinem Stil, in meinem Auftreten, in meiner Haltung. Ja. Und dann kannst du erst anfangen, sozusagen die äußere Hülle so ein bisschen zu verfeinern. Aber das sollte halt immer zu den ganzen gesellschaftlichen Rollen auch passen. Es ist schon wichtig, dass du dann so ein Stilprofil halt hast, dass du nicht so, wie Donna Karen sagt, wenn man in 20 Minuten nicht angezogen ist, hat man ein Problem. Das sehe ich auch so. Dass man nicht dann so stundenlang vom Kleiderschrank steht und überlegt, hoch, jetzt passt das nicht, jetzt passt das nicht, passt das nicht. Sondern dass man weniger ist mehr, dass man einfach wirklich so weiß, okay, ich habe die Rolle fürs Business, ich habe die Rolle im Freizeitleben, ich habe die Rolle mit meinem Mann, ich habe die Rolle, keine Ahnung, als irgendwas noch im gesellschaftlichen Bereich. Und so kombiniere ich das auch.
Und Stil ist sehr umfangreich. Also das ist, Stil ist nicht nur Kleidung, Stil ist auch Haltung, Stil ist auch Kommunikationsstil, Stil ist auch der Umgang miteinander. Also das ist, da forsche ich immer weiter und ja, da wird mir, wie du sagst, nie langweilig. Arbeitest du dann mit dem Netzwerk von Experten oder hast du dich in jeden einzelnen Bereich selber intensiv eingearbeitet, dass du sagst, man muss diese gesamten Bausteine selber auch kennengelernt haben oder wie funktioniert das dann? Genau, also ich habe mich in diese 5 Bereiche, die ich dann für mich auch als sozusagen als Sternmodell entdeckt habe, dass das für mich einfach diese Stilsicherheit ausmacht, auf jedem Parkett da auch eingearbeitet und wenn natürlich bestimmte Themen, die ich nicht abdecken kann, die gebe ich auch in mein Netzwerk weiter. Das hat natürlich auch was mit Disziplin und Selbstkontrolle zu tun. Das heißt, das sind, glaube ich, Trainingsregeln auch, weil ich muss permanent immer wieder mich selber auch neu hinterfragen, passen die Regeln nicht nur noch zu mir, halte ich mich auch an die Regeln und man kann durch dich auch wieder, man kennt es ja vom Autofahren, ne? Man ist in der Fahrschule, man kriegt einen riesen Regelkatalog und man weiß, wie man sich sitzen muss, wie man sich anzuschnallen hat und auf einmal kommt man in diese Fahrpraxis rein und der Arm hängt vielleicht aus dem Fenster, man hält sich nicht mehr an diese Regeln. Genau. Das heißt, ich kann dich auch immer wieder auch als Mentor nehmen zum Auffrischen, mich selber wieder auf diese eigentlichen Grundregeln des Erfolgs zurückzuberufen. Und vermeide dadurch fehlerhaftes Auftreten, was mir vielleicht selber gar nicht so bewusst ist in dem Moment. Ja, das ist einfach so. Ich erlebe das auch immer. Ich gehe mit vielen erfolgreichen Menschen auch essen. Ja. Und gerade da erlebt man das auch. Die wissen es eigentlich, wie sie es machen sollen. Aber dann werden die Gabel und das Messer doch wieder wie so eine Ameisenbrücke abgelegt. Oder die Serviette dann einfach mal so wie so ein Putzlappen, wie so ein Babyputzlappen abgewischt und nicht so korrekt, wie es eigentlich gelernt wurde. Das muss für dich doch eigentlich auch belastend sein. Das heißt, wenn du selbst unterwegs bist, ist das dann wie eine Berufskrankheit? Fallen dir diese Fehler dann überall und permanent auf? Nee. Also das ist die Schattenseite des Berufs, wenn man dann Stilberater ist. Wenn ich dann immer so sage, ich bin so Expertin für stilsicheres Auftreten auf jedem Parkettzug, also Knick und Stil. Und dann denkt immer jeder, oh Gott, mit der kann man ja nicht essen gehen. Oh Gott, mit der kann man ja nicht das machen. Die guckt. Aber ich meine, ich bin auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und habe sicherlich auch meine kleinen Fehlerchen. Aber ich achte da wirklich extrem darauf, weil das ist für mich einfach total wichtig, weil es ist für mich etwas, womit man sich von der breiten Masse abhebt. Und darum geht es ja eigentlich heutzutage auch. Absolut. Die Persönlichkeit zu formen, mit Präsenz und Wirkung aus der breiten Masse herauszustechen. Wunderbar. Wer Janine Katharina Pötsch kennenlernen möchte, kann dies über Ostsachsen-TV, über unsere Kolumne machen. Du bist auch Autorin. Wir haben dich in Leipzig ja auch getroffen, auf der Leipziger Buchmesse. Du machst aber auch sehr, sehr viele Veranstaltungen. Du bist in vielen Netzwerken unterwegs. Ich glaube, das macht auch die Bandbreite aus, einer Expertin zu sagen, mich kann man vielseitig erleben. Und du hast auch eigene Social-Media-Kanäle, eigene Webseiten. Auch da gibt es immer wieder neue Tipps. Du drehst eigene Videoclips, haben wir heute gesehen. Wir haben unseren YouTube-Channel mal ausgetauscht, was ich sehr, sehr mutig finde und schön, weil du sagst, mein Wissen ist mir nicht heilig, sondern ich möchte es auch weitergeben. Ich teile es mit anderen Menschen. Was ist in deiner persönlichen Erfahrung? Ist es sinnvoller, in der Gruppe mitzutrainieren, Workshops mit anderen Partnern zu machen oder sich einzeltrainingstechnisch erstmal heranzuschnuppern? Wo sind da deine Schwerpunkte? Das kommt ganz darauf an, was mein Kunde für eine Zielsetzung hat. Okay. Also wenn er erstmal so die Basics halt kennenlernen möchte, dann reicht das natürlich, wenn man so einen Basic-Knicke-Kurs besucht oder so einen Basic-Knicke-Dinner. Wenn man aber zum Beispiel lernen möchte, wie man korrekt Meeresfrüchte isst, das geht bei so einem Knicke-Dinner nicht. Das muss man dann an einem schönen Abend halt im schönen Ambiente buchen, was ich auch alles organisiere. Schön. Oder halt auch gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung durch Etikette und oder in die Rolle vom Geschäftsführer reinwachsen. Da sind ja auch nochmal bestimmte Sachen als Jungunternehmer. Da braucht man eher so ein Einzelcoaching, wo ich wirklich knallhart und ehrlich auch auf die Fehler hinweise. Aber das wissen die Männer, die mit mir arbeiten, auch die Frauen. Und sonst bringt es ja nichts. So ein bisschen an der Oberfläche kratzen, das ist nicht mein Ding. Weitergehende Informationen auch zu Janine Katharina Pötsch findet ihr bei uns auf der Webseite. Und besucht ihre Social-Media-Kanäle, lest die Bücher und tretet mit uns in den Dialog. Und wenn euch ein Thema ganz, ganz wichtig ist oder euch Fragen aufkommen, schreibt ihr uns an die redaktion@ostsachsen.tv. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Ich freue mich ganz besonders, dass du es heute geschafft hast, zum Sommerinterview hier in Sachsen vorbeizukommen. Gerne. Und ich weiß, du hast aber auch noch ein paar Besuche. Das heißt, du guckst ja Sachsen intensiv an, genau. Bist heute hier in der Nähe von Bautzen und hast heute noch vor, dir nicht einfach nur lokal und Restaurants anzubieten und zu schauen, sondern du suchst einen historischen Fleck auf, der Bautzen ganz berühmt gemacht hat, berühmt-berüchtigt auf der einen Seite auch.
Und ich glaube, das ist es allemal wert, die Informationen hier aus der Region auch nach draußen zu tragen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, eventuell im Herbst in Graz in Österreich. Und wenn euch das Thema interessiert, bleibt der Kolumne treu. Du bist Kolumnistin, feste Kolumnistin beim Magazin Chefsache. Mhm. Und da werden wir im Laufe der Zeit auch weitere Themen dann im Anschluss noch mit beifügen. Dankeschön. Danke auch, David.